Unbemerkt vom Endkunden erleichtert Linde Technologie die Betankung von Brennstoffzellenfahrzeugen. Die Vorgehensweise für den Endkunden entspricht dem Prinzip der einer herkömmlichen Fahrzeugbetankung. Einfach die Zapfkupplung auf den Zapfstutzen des Fahrzeugs aufsetzen und die Starttaste betätigen. Im Hintergrund starten nun die einzelnen Module der Wasserstofftankstelle ihre Arbeit. Beginnen wir mit der Wasserstoffversorgung. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Beispiel sehen Sie Flüssigtank, Gastank oder Mitteldruckspeicher für die Wasserstoffspeicherung vor Ort. Wasserstoff wird zunächst aus der Versorgung entnommen, in der nachgeschalteten Verdichterstation komprimiert und in den Hochdruckspeichern zwischengespeichert. Die wesentlichen Bausteine der Verdichterstation sind der ionische Verdichter mitsamt den nachgeschalteten Abscheidern sowie die Hochdruckbanken und zuletzt die Kühleinheit. Diese Komponenten sind in einem 14-Fuß-Container untergebracht. Wie funktioniert nun der ionische Verdichter? Speziell für die Wasserstofftankstelle wurde von Linde ein 5-stufiger ionischer Verdichter entwickelt. Die Kolben der Maschine werden hydraulisch auf- und abbewegt. Auf den Kolben befindet sich ionische Flüssigkeit, die als flüssiger Kolben gemeinsam mit dem Wasserstoff durch den Verdichter gepresst wird. Am Ende der Verdichtung wird die ionische Flüssigkeit in den Abscheidern vom Wasserstoff getrennt und wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Dies führt zu weniger Verschleiß sowie zu einer wesentlich höheren Energieeffizienz durch optimale Kühlung und Vermeidung von Totraum während des Verdichtungsprozesses. Die Energieeinsparung beträgt im Vergleich zu konventionellen Kolbenverdichtern etwa 40%. Nach der Verdichtung von minimal 5 bar Eingangsdruck auf maximal 1000 bar Ausgangsdruck wird der Wasserstoff in den Hochdruckspeichern zwischengespeichert. Für Europa und die USA verwendet Linde hier Speicher aus Stahl, die mit Kohlefaser ummantelt sind. In einen Container können so bis zu 1300 Liter Speichervolumen integriert werden. In manchen Ländern kommen aufgrund anderer Regelwerke nur reine Stahlflaschen zum Einsatz. Wird nun die Betankung gestartet, strömt der Wasserstoff aus den Hochdruckspeichern durch den von Linde entwickelten Aluminium-Kältespeicher und wird direkt auf etwa minus 40 Grad Celsius abgekühlt. Der Aluminium-Kältespeicher ist im Gegensatz zu konventionellen flüssigen Kältespeichern wartungsfrei und kann bei Bedarf auch auf niedrigere Temperaturen unterkühlt werden. Die Kühlung des Wasserstoffs ist notwendig, um eine Betankung in 3 Minuten zu ermöglichen. Nach einem erfolgreichen Teststoß, bei dem Dichtheit des Systems sowie Tankparameter geprüft werden, beginnt die eigentliche Betankung. Der Wasserstoff strömt nun über die Zapfsäulenleitung in Richtung der Zapfsäule. Vor und auch während der Betankung werden ständig alle sicherheitsrelevanten Parameter überprüft. Ist der Fahrzeugtank voll oder drückt der Benutzer die Stopptaste, wird die Betankung beendet. Danach nur noch das Fahrzeug abkuppeln und die Fahrt kann nach etwa 3 Minuten weitergehen.